Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Mehr als Energie für Sie. Von winterlichen Wetterverhältnissen sind wir meilenweit weg. Also, es gibt keinen Schnee, es gibt keinen Frost und die katastrophalen Schneemengen, die in den Alpen fallen, da sind wir auch meilenweit noch weg. Also, da passiert überhaupt nichts. Eher haben wir das mit relativ milder Luft zu tun. Verantwortlich dafür ist das Tiefdruckgebiet Eugen. Dieses Tiefdruckgebiet lenkt relativ milde Atlantikluft zu uns. Und diese Atlantikluft hat auch diese dumme Angewohnheit, viele Wolken im Gepäck zu haben. Und dazu gibt es dann flüssig gewordenen Schnee, also Regen. Am Sonnabend, denn doch viele, viele Wolken, einzelne Wolkenlücken sind die ganz, ganz, ganz große Ausnahme. Da müssen wir wirklich Glück haben. Dazu immer wieder Sprühregen, Nieselregen, Temperaturen, habe ich schon angedeutet, so um die 7 Grad. Der Wind, der kommt mäßig bis frisch aus westlichen Richtungen. Und am Sonntag, da wird es sogar noch ein bisschen schlimmer mit dem Wind. Also der Wind wird noch ein bisschen aufdrehen. Es sind stürmische Böen zu erwarten. Und dann liegt der Regen im Prinzip waagerecht. Also es ist sehr, sehr nass, sehr, sehr windig, sehr, sehr ungemütlich. Auch zu Wochenbeginn keine große Änderung. Vielleicht mal ein bisschen Schneeregen am Montag, aber das war's dann schon. Und am Dienstag, da kommt dann wieder mildere Luft zu uns. Ernsthafte, kältere Temperaturen frühestens nächstes Wochenende, aber dazu in der nächsten Woche. Ihr Thomas Daniels, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Service rund um die Uhr für Sie vor Ort erreichbar.